Das allererste Nordderby. Das allererste Nordderby, ja, das war ein Pokalspiel? Ja, das war witzigerweise das Tor, wo ich mein erstes Tor geschossen habe. Das war auch mein absolut erstes Nordderby, das ich auch gespielt habe. Das erste Nordderby, das müsste ein relativ hoher Sieg gewesen sein. Ich glaube, 4-1 haben wir da gewonnen. Das war, jetzt muss ich überlegen, Viertelfinale, 89. Wo ich das erste Mal dann auch von Anfang an gespielt habe. Ich hatte, glaube ich, noch nicht einen Ballkontakt bis dahin und kriegte von Bruno Petzai mit einmal einen langen Pass, der gesagt hat, Mensch, der wollte aber der Hitze, das waren, glaube ich, 35 Grad, die wir hatten, weiß ich gar nicht mehr genau, den kannst du mal lang schicken, der ist jung genug. Ja, und dann habe ich mit einmal vor Uli Stein gestanden und habe ich den Ball reingemacht und dann brachen alle Dämme, ne? Klar. Mein allererster Auftritt von Beginn an und wir haben nach Hamburg 1-0 gewonnen. Ich glaube, du hast Kalle Riedle gemacht, damals gab es noch die wunderbare Manndeckung und ich habe den damaligen Spielmacher Thomas van Heesen komplett aus dem Spiel genommen. Wir haben 1-0 gewonnen und das war eigentlich so der Karrierestart für mich auch. Ja, war ein schönes Erlebnis und gebe da, glaube ich, sogar eine Vorlage auf Marco Bode damals per Hacke. Ich kann mich da noch dran erinnern, muss ich auch sagen, wie das denn so ist. So als junger Bursche hast du ja dann auch viel Besuch da gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm Jungs, auch wenn ihr HSV-Fan seid, heute Abend lass uns mal krachen. Mein erstes Bundesliga-Tor haben wir dann auch gemacht. War auch eine sehr kurze Nacht für mich. Und meine Jungs konnten dann auch am nächsten Morgen ausschlafen. Ich musste wieder zum Training. Ich hatte ja nicht gespielt. Und dann ging das Training um 10 los. Und normalerweise ist so ein Training eigentlich um 11 zu Ende gewesen. Und es wurde 12. Und dann war es 12.15 Uhr. Und dann war es 12.30 Uhr. Und dann hat Otto Rehagel endlich Schluss gemacht. Ja, und ich habe mich schon gewundert, 2,5 Stunden Training und hat uns richtig rund gemacht. Dann kam man nach dem Training zu mir an und sagte, Thomas, siehst du, normalerweise macht Kalli Kamp das Training. Ja, und normalerweise ein bisschen weniger gemacht, aber da ich wusste, was los war gestern Abend, haben wir heute ein bisschen mehr gemacht. Ja, hast du dir dein Tor redlich verdient.